Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einer weiteren Folge FoodWaft Online. Heute versuchen wir einfach mal so viele Team of the Season zu bekommen wie möglich. Mal gucken, wie es so laufen wird. Möchtest du einen Draft-Token verwenden? Natürlich, jawolski, möchte ich. Zack, wir gehen weiter. Und die Formation mache ich dieses Mal einfach so. Ich schaue nicht hin, ich schaue auf den Boden und mach das einfach so, nach unten rattern, ratter, 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 einfach zufällig. Und ich halte jetzt an und diese Formation nehmen wir. 4-3-3 zurückgezogen, ist in Ordnung, ist gekauft. Und mal schauen, was wir hier für Spieler bekommen, okay. Ein Team of the Season haben wir jetzt nicht dabei, aber natürlich Ronaldo oder Messi. Kiwo. Oder wir können auch versuchen. Natürlich versuche ich so viele Tots, wenn jetzt hier nur Tots wären, oder halt ein Tots, würde ich den Tots gleich nehmen. Aber es ist hier leider kein Tots dabei, also versuche ich einfach mal trotzdem eine bunte Karte zu nehmen. Also hier eine Hibo-Karte, ich nehme einfach mal Messi. Weil, Inform bekommen wir definitiv noch, dass wir diese Farbe haben. Das heißt, Messi. So, zack, haben wir Messi im rechten Flügel schon mal. So. Dann geht's weiter. Zum Stürmer, würde ich sagen. Und da bekommen wir den ersten Team of the Season. Aubameyang haben wir auch dabei. Benzema auch. Natürlich wäre am besten Benzema, aber ich habe ja gesagt, ich nehme, wenn ein Team of the Season da ist, nehme ich den Team of the Season, nämlich Ilicic von Florenz. Nice. Der erste. Weiter geht's mit dem ZM. Oh. Müller, ganz klar, haben auch eine Man of the Match Karte, denn Thomas Müller im ZM. Also die Chemie, die wird heute Schaden nehmen. Nehmen wir Ronaldo, nehmen wir nicht eine Mertens, haben wir noch ein bisschen Chemie für Ilicic da vorne. Ilicic, zack, Dries Mertens, natürlich Ronaldo und so weiter kann ich bei jedem Draft nehmen. Dann nehme ich einfach mal Mertens. Weiter geht's mit dem ZDM. Ja, okay, da haben wir jetzt eh. Können dann noch Rode nehmen für Müller. Auch wieder ein verschiedenes, hier ein, ihr wisst, verschiedenes Design, eine verschiedene Farbe. Nainggolan nehmen wir dann, haben wir auch einen seltenen Spieler. Haben wir Tots, Inform, Hero, Man of the Match, Normal und Rare. Weiter geht's dann mit dem rechten Verteidiger. Geil. Nehmen wir Paule, Innenverteidiger. Ja, müssen wir jetzt uns aussuchen. Godin ist ein Biest. Und deswegen nehme ich auch Godin. Deuter. Deuter. Ach man, ey. Ich nehm Godin aus der BBVA und bekomme keinen Keeper aus der BBVA. Nimm einfach De Gea. Man of the Match. Zweiter Innenverteidiger. Das sieht doch schon mal ordentlich aus. Marc Bartra, würde ich sagen. Linker Verteidiger, Schmelzer, komm. Och Mann, ey. Adriano. Ja, Adriano. So, jetzt haben wir jetzt unsere Mannschaft. Ein Team of the Season leider nur dabei. Tots Challenge kann man jetzt nicht so wirklich sagen. Aber trotzdem. Ich habe versucht, so viel wie möglich Tots zu bekommen und habe leider nur einen Tots bekommen. Aber wir haben ja noch die gesamte Ersatzbank vor uns. Und Oblak, der neue Man of the Match, den müssen wir nehmen. Den müssen wir nehmen und zack. Verbessert sich natürlich auch unsere Chemie. Hector Bellerin. Der wäre nice. Ja, können wir Martinez nehmen. Der würde noch eventuell was bringen, ja. Weiter geht's. Raggi, Gulam. Ist egal, wen wir da nehmen. Einfach Mollo. Der ist auch noch ein bisschen besser als Martinez. Boah, kann man sich streiten. Eigentlich sind beide gleich stark und wir haben den nächsten Team of the Season. Ruiz von Sporting Lissabon. Den nehmen wir natürlich gleich. Aber das wäre jetzt unklug, den im linken Flügel zu packen. Das heißt, wir
Ja, wir könnten ihn einwechseln. Wir müssen ihn einwechseln sogar. Einfach mal in ZM einwechseln dann für Rode. Und dann kommt Nainggolan ins ZDM. Genau so mache ich es. Zweiter Team of the Season. Nice. Der Tots-Counter unten links, Leute. Wenn ich ihn nicht vergesse. Ja, hier nehmen wir einfach mal Carrasco. Ja, ist in Ordnung. Insigne. Nehmen wir mal hier. Insigne oder Dries Mertens. Ich nehme Insigne. Und mal gucken, was wir hier noch bekommen. Nehmen wir einfach mal Büttner. Büttner, Büttner, Büttner. Der nächste, Reus. Wenn er schon zweimal kommt, dann nehmen wir auch mal Reus. Piszczek. Ja, Mkhitaryan, komm. Ich möchte noch ein Team of the Season. Ich möchte noch ein Team of the Season. Och man, hat nicht geholfen. Tosun, Sua, Zeta, Bufal, Uibabo. So, das ist unsere Draft-Mannschaft für dieses Mal. Reus kommt noch auf die Ersatzbank. Aber ansonsten bleibt das so. Ruiz werde ich, wie gesagt, ins ZM einwechseln. Aber ansonsten gefällt mir das eigentlich. Sieht gar nicht so verkehrt aus. Ich bin gespannt, wie sich der Kollege hier spielen wird. 1,90 groß und 4 Sterne Skills. Ja, Wolski, auf jeden Fall sehen wir uns ja morgen wieder, beziehungsweise ich werde den Manager natürlich noch auswählen. Habe ich ja glatt vergessen. 90er Chemie, 89, 90, 89. Okay, das heißt, wir nehmen den Italiener hier. Und haben somit ein 175er Draft. Weil ich am Anfang Messi genommen habe. Hätte ich dann einen anderen genommen, wäre vielleicht die Chemie anders gewesen. Auf jeden Fall, ja, bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen. In der nächsten Folge gibt es dann das erste Spiel mit dieser Tots-Challenge quasi. Leider nur 2 Team of the Seasons bekommen. Wir sehen uns dann morgen wieder bei einem weiteren Video. Haut da rein. Tschüssi.